Hallo liebe OE24-Zuseher. Was natürlich alle jetzt brennend interessiert, ist die Frage, wie geht's unseren Paradepatienten Nummer 1 in Österreich, nämlich Richard. Ja, den Umständen entsprechend, der Sturz, der ihm widerfahren ist, ist am Freitag passiert. Er ist ausgerutscht im Badezimmer, bevor er ins Büro fahren wollte. Und seitdem liegt er im Spital. Er hat, ja, das Hüftgelenk ist beeinträchtigt, der Fuß ist ein bisschen beleidigt. Und ja, zu Beginn haben wir halt gedacht, das Ganze dauert vielleicht eine Woche. Jetzt sieht es so aus, dass er viel, viel, viel länger im Spital bleiben muss, denn er muss einfach ganz, ganz ruhig liegen bleiben. Und das Ganze muss wirklich von selbst verheilen, ohne Operation, es sei denn, man muss vielleicht doch noch eine Operation machen. Also ausgeschlossen ist es nicht. Aber ich muss wirklich eines sagen, ich kriege so viele Genesungswünsche für Richard. Auch von Menschen, die ihn gar nicht kennen. Die kommen per Mail rein, die kommen per WhatsApp, per SMS rein. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig dafür und für ihn, dass er einfach wirklich so beliebt ist im ganzen Land. Und ich habe ihm das auch heute gesagt. Ich habe gesagt, schau Richard, du bist der Mörtel, der das ganze Land zusammenhält. Also komm und wär rasch wieder gesund. Denn wir brauchen dich einfach alle und wir warten einfach, bis du wieder gesund bist. Ja, und er ist im 88. Lebensjahr und deswegen, er gibt auch keine Ruhe, liegt im Bett und arbeitet. Ja, der einzige Besucher, der jeden Tag kommt, ist unsere Tochter und sie kümmert sich wirklich wahnsinnig liebevoll um ihren Vater und das freut mich natürlich umso mehr. Und ja, noch einmal an dieser Stelle, auch wenn Richard es sieht, Richard, wir wünschen dir wirklich alles, alles, alles Gute. Und von uns bekommst du auch noch, weil du ja keine richtigen Blumen haben darfst, etwas Süßes, dass die Nerven beruhigt werden. Und dann habe ich auch noch Blumen besorgt, die man im Spital sehr wohl aufstellen darf, also wo es keine Schwierigkeiten gibt, weil das sind keine richtigen Blumen, sondern es sind einfach Seidenblumen. Ja, und an dieser Stelle noch einmal wirklich vielen, vielen herzlichen Dank, alle OE24-Zuseher, für die wirklich wunder, wunder, wundervolle Anteilnahme. Und wir wünschen unseren Richard einfach ja die bestmöglichste und schnellste Genesung. Aber wir wissen auch, dass er im Spital wirklich in den aller, aller, allerbesten Händen ist. Also, alles Liebe an euch.